So, jetzt mal wieder Movie von uns. Komm her. So. Und zwar. Ja, geh mal mit Oma mit. Und zwar, ihr hört's, die Grillen. Wir sind ja fast im Dschungel. Und zwar sind wir am Elefanten-Village, also im Elefantendorf. Da gucken wir mal. Heute mal nur von hinten. Und da gucken wir mal, was wir hier heute so erleben. Oh, hört ihr die Grillen? Hä? Ein Typ Dakatei. So, gucken wir mal, wo wir hier rein können. Ich halte gleich mal andersrum drauf, damit ihr das alles auch seht. So, hier ist der Parkplatz. Ah, es duftet schon. So, und jetzt gehen wir mal rein. Ich war hier selber auch noch nicht. Da kommen wir heute auch mit. Deswegen weiß ich nicht, ob ich viel dazu sagen kann. Hier werden die Leute wohnen. Ihr kennt ja typisch Thai. Wow, ist das laut hier. Ich weiß gar nicht, wie man das auf der Kamera hört nachher. Ihr wisst schon. Also es ist ein bisschen unheimlich. Aber es sieht sehr, sehr schön aus. So, Maske aufsetzen. Komm, wir gehen rein. Ja, komm her. So, ihr kennt ja das übliche Prozedere hier. So, wir gucken mal rum. Für Spenden. König Nummer 9. Und das ist König Nummer 5. Es ist so, dass der König Nummer 5 sehr, sehr geschätzt wird, weil der viel für die Bevölkerung gemacht hat. So, für die Thais. Au! Wir gucken mal Otto seinen Kinderwagen an. Wo wohnen Sie in Deutschland? Rodia und Ignati, Prova Mac Movie. So, ich würde sagen, er kann sehr gut Deutsch hier. Wir unterhalten uns kurz und dann gucken wir mal. Also, ab in die Werbung. So, hier ist er wieder. Und zwar kann man auch sein Zeug einschließen, ihr seht es ja. Und ich würde sagen, ich halte einfach mal drauf. Ja.
You mai? Ich habe sie gerade gefragt, ob sie Hunger hat. Zu Ehren des Elefanten. Ja, ich wusste mal, wie er heißt. Ich habe sie wieder vergessen. Wow, guckt euch das mal an hier. Es ist richtig unheimlich hier. Ja, jetzt haben wir wieder die Probleme mit der Musik. Ihr hört es schon. Müssen wir mal gucken, wie es schneidet und macht und tut. Ja, ihr hört es ja hier. Da nützt auch lautes Reden nicht und schnelles Reden nicht. So, müssen wir mal gucken. Ist eine Show. Und zwar um 13 Uhr. Ihr seht es ja hier. So, laufen wir ein bisschen schneller. Oh, yeah. Ah, das ist natürlich jetzt schade, dass ich die Kamera gerade habe. Yeah. Ja, mir Kamala, mein Belei. Chang! Er muss ja füttern. Gib eine Banane. Oh, meh. Ja, da kommt das kleine Kind wieder durch. Da brauchst du keine Angst haben. Ja, ich halte noch mal rum. Hat er ja Elefanten will ich, ihr seht hier. Man kann auch reiten, die Leute sind sehr, sehr nett hier. Ja, sehr schön. Jetzt gehen wir ein bisschen ran, ich habe zwar nichts zu essen. Er kommt nur, wenn was Essen gibt. Yeah. Na, das ist was für Otto. Ah, yeah. Toiletten. Ich muss auf Otto drauf halten. Der hat einen Spaß, ein Gaudi. Also wunderschön hier. Muss eine Banane geben. Ja, sehr schön hier. Also, ich würde sagen, wir machen kurz den Witz des Tages. Mal sehen, ob ich einen Elefantenwitz finde. Ansonsten sehen wir uns. Bis gleich. Schatz, was machen zwei wütende Schafe? Ja, die kriegen sich in die Wolle. Ups. So, hier ist er wieder. Ihr seht ja natürlich, ist eine alles Thai-Style hier. Halt wieder mal sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ist halt so. So, hier haben sie noch andere Tiere.
Also wir werden mal gucken. Oh, ganz schön großer Tierpark. Keiner zu Hause. Ansonsten Rehe. Ihr seht ja hier, haben es aber sehr schön gemacht, vor allen Dingen für Kinder. So, wo sind meine Rabauken? Hier. Oh, sehr schön, sehr schön. Hier. Otto wieder, Otto flippt völlig aus. Melu. Ja, da, ach da. Hühner. Ja, ich muss sagen, mir gefällt das sehr gut hier. Otto lernt neue Tiere und flippt völlig aus. Muss mal so rummachen. So sieht besser aus. Sonst kann ich nicht reden. Ich halte nochmal drauf. Wo ist die Mutti hin? Die füttert die Rehe mit Bananen. So ein Ding wieder. So. Ja, ich würde sagen, der Kamera, man hat es immer beschissen. Aber egal, Hauptsache Otto hat Spaß. Das ist Tang-Org. Go outside. Da geht's wieder raus. Ich kann ja ein bisschen Teil lesen. So. Ja, ist halt alles Thai-Style, aber ist nicht so schlimm. Tut mir natürlich leid. Für die Quai. Dazu zu erklären. Quai ist das schlimmste Schimpfwort in Thailand, weil halt der Ochse dumm dämlich ist. Man sollte das nicht zum Thai sagen. Ich glaube mal rum. Guck mal, der Kleine. Ah, hier seht ihr das Buffalo. Also, ich würde sagen, das war's erstmal. Ja, Telefon im Rucksack, was soll ich sagen? Ja. Dann grüße ich mal heute den Ludwig. Schöne Grüße gehen raus. Ich spreche mit dir, ist sehr interessant. Alles easy, alles okay. Ansonsten Abo nicht vergessen, Daumen nach oben, Kommi, Glocke. Also ihr wisst Bescheid, alles nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, bleibt mir gesund, bleibt mir treu und wir halten mal auf Otto drauf. Werdet glücklich. Bis dann.